Sie erblickte das Licht dieser Welt in Gestalt zweier 60 Watt Glühbirnen. Noch heute kommt mir deshalb der Bibeltext: Es werde Licht und es ward Licht, wie der gelungenste Werbeslogan der Firma Osram vor. Bis auf den obligaten Damaris verlief meine Geburt glatt. Mühelos befreite ich mich aus der von Müttern, Embryonen und Hebammen gleichviel geschätzten Kopflage. Damit es sogleich gesagt sei, ich gehörte zu den hellhörigen Säuglingen, deren geistige Entwicklung schon bei der Geburt abgeschlossen ist und sich fortan nur noch bestätigen muss. So unbeeinflussbar ich als Embryo nur auf mich gehört und mich im Fruchtwasser gespiegelt hatte, so kritisch lauschte ich den ersten spontanen Äußerungen der Eltern unter den Glühbirnen. Mein Ohr war hellwach. Wenn es auch klein, geknickt, verklebt und allenfalls niedlich zu benennen war, bewahrte es dennoch jener für mich fortan so wichtigen, weil als erste Eindrücke gebotenen Parolen. Noch mehr, was ich mit dem Ohr einfing, bewertete ich sogleich mit winzigstem Hirn und beschloss, nachdem ich alles Gehörte genug bedacht hatte, dieses und jenes zu tun, anderes gewiss zu lassen. Ein Junge, sagte jener Herr Matzerath, der in sich meinen Vater vermutete. Er wird später einmal das Geschäft übernehmen. Jetzt wissen wir endlich, wofür wir uns so abarbeiten. Mama dachte weniger ans Geschäft, mehr an die Ausstattung ihres Sohnes. Noch wusste ich doch, dass er ein Jungchen ist, auch wenn ich manchmal gesagt habe, es wird eine Majelle. So machte ich verfrühte Bekanntschaft mit weiblicher Logik und hörte mir hinterher an, wenn der kleine Oskar 3 Jahre alt ist, soll er eine Blechtrommel bekommen. Längere Zeit mütterliches und väterliches Versprechen gegeneinander abwägend, beobachtete und belauschte ich Oskar, einen Nachtfalter, der sich ins Zimmer verflogen hatte. Mittelgroß und haarig umwarb er die beiden 60-Watt-Glühbirnen, warf Schatten, im übertriebenen Verhältnis zur Spannweite seiner Flügel den Raum samt Inventar mit zuckender Bewegung deckten, füllten, erweiterten. Mir blieb jedoch weniger das Licht- und Schattenspiel, als vielmehr jenes Geräusch, welches zwischen Falter und Glühbirne laut wurde. Der Falter schnatterte, als hätte er es eilig, sein Wissen loszuwerden, als käme ihm nicht mehr Zeit zu für spätere Plauderstunden mit Lichtquellen, als wäre das Zwiegespräch zwischen Falter und Glühbirne in jedem Fall des Falters letzte Beichte und nach jener Art von Absolution, die Glühbirnen austeilen, keine Gelegenheit mehr für Sünde und Schwärmerei. Heute, sagt Oskar schlicht, der Falter trommelte. Ich habe Kaninchen, Füchse, Siebenschläfer trommeln hören. Frösche können ein Unwetter zusammentrommeln. Dem Specht sagt man nach, dass er Würmer aus ihren Gehäusen trommelt. Schließlich schlägt der Mensch auf Pauken, Becken, Kessel und Trommeln. Er spricht vom Trommelrevolver, vom Trommelfeuer. Man trommelt jemanden heraus, man trommelt zusammen, man trommelt ins Grab. Das tun Trommelknaben, Trommelbuben. Es gibt Komponisten, die schreiben Konzerte für Streicher und Schlagzeug. Ich darf an den großen und kleinen Zapfenstreich erinnern, auch auf Oskars bisherige Versuche hinweisen. All das ist nichts gegen die Trommelorgie, die der Nachtfalter anlässlich meiner Geburt auf 2 simplen 60-Watt-Glühbirnen veranstaltete. Vielleicht gibt es Neger im dunkelsten Afrika, auch solch in Amerika, die Afrika noch nicht vergessen haben. Vielleicht mag es diesen rhythmisch organisierten Leuten gegeben sein, gleich oder ähnlich meinem Falter oder afrikanische Falter imitieren, die ja bekanntlich noch größer und prächtiger als die Falter Osteuropas sind, zuchtvoll und entfesselt zugleich zu trommeln. Ich halte meine osteuropäischen Maßstäbe, halte mich also an jenen mittelgroßen, bräunlich gepuderten Nachtfalter meiner Geburtsstunde, nenne ihn Oskars Meister. Es waren den ersten Septembertagen.
Die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau. Von fern her schob ein spätsommerliches Gewitter, Kisten und Schränke verrückend, durch die Nacht. Merkur machte mich kritisch, Uranus einfallsreich, Venus ließ mich ans kleine Glück, Mars an meinen Ehrgeiz glauben. Im Haus des Aszendenten stieg die Waage aus, was mich empfindlich stimmte und zu Übertreibungen verführte. Neptun bezog das Zehnte, das Haus der Lebensmittel, und verankerte mich zwischen Wunder und Täuschung. Saturn war es, der im dritten Haus in Opposition zu Jupiter mein Herkommen in Frage stellte. Wer aber schickte den Falter und erlaubte ihm und dem oberlehrerhaften Gepolter eines spätsommerlichen Donnerwetters in mir die Lust, zur mütterlicherseits versprochenen Blechtrommel zu steigern, mir das Instrument immer handlicher und begehrlicher zu machen? Äußerlich schreiend und einen Säugling blau-rot vortäuschend, kam ich zu dem Entschluss, meines Vaters Vorschlag, also alles, was das Kolonialwarengeschäft betraf, schlankweg abzulehnen, den Wunsch meiner Mama jedoch zu gegebener Zeit, also anlässlich meines dritten Geburtstages, wohlwollend zu prüfen. Neben all diesen Spekulationen meine Zukunft betreffend, bestätigte ich mir, Mama und jener Vater Mazerat hatten nicht das Organ, meine Einwände und Entschlüsse zu verstehen und gegebenenfalls zu respektieren. Einsam und unverstanden lag Oskar unter den Glühbirnen, folgerte, dass das so bleibe, bis 60, 70 Jahre später ein endgültiger Kurzschluss aller Lichtquellen Strom unterbrechen werde, verlor deshalb die Lust, bevor dieses Leben unter Glühbirnen anfing, und nur die in Aussicht gestellte Blechtrommel hinderte mich damals, dem Wunsch nach Rückkehr in meine embryonale Kopflage stärkeren Ausdruck zu geben. Zudem hatte die Hebamme mich schon abgenabelt. Es war nichts mehr zu machen.